1000 Gold auf meinem Account, das ist schon ein bisschen scheiße. Also Gold ist zum Beispiel für einen Account komplett immer gleich. Genauso wie die Handwerker, wenn die gelevelt wurden, die sind accountabhängig und nicht charakterabhängig. Also man muss das nicht alles nochmal machen, wenn man einmal den Handwerker gelevelt hat zum Beispiel. Weil ich wusste natürlich, wenn du einmal durchgespielt hast, extrem einfach, weil du einfach Kohle hast ohne Ende. Und dir das dann egal ist. Hey, Deckard Cain! Bumm! Kaputt! Och nö. Immer so viele Skelette. Lustigerweise hätte Elf da schon. Hätte schon. Hier, fress, fress, fress. Boah, ist nix so schwer. Den ganzen kleinen Scheiß kaputt machen. Oh, wow. Jo, da geht's ziemlich schnell down, wenn ich so die ganzen Viecher um den rum habe. Das ist mit dem Hexer, Zauber natürlich deutlich schwieriger, weil der dir immer hinterher rennt und du keine Viecher hast, die du beschwörst. I'm carrying too much. Also ihr seht, ich kann hier nur also ich kann magische Dinge so in solche Essenzen sozusagen zerlegen, mit denen kann ich hier oben wieder so neue Sachen bauen hier. 3 von 7 und so. So läuft das hier. Und das Stash ist auch für einen ganzen Account. Dummerweise auch in der Größe für einen ganzen Account. Das habe ich nicht gefunden, den Magic Dagger mit 12,0. Ich weiß nicht, warum ich so früh so übelst Geiles gefunden habe. Aber ich will mich nicht beschweren. So, Inventar wieder leer. Und kaum Gold bekommt dafür. Top. Das ist ein bisschen doof am Anfang, man hat quasi kein Gold. Follow me. Okay, dann follow ich dir mal. So, und es gibt eine Errungenschaft dafür, wenn man dem, wenn man den letzten Schlag auf seine Frau machen lässt. Muss ich mal herausfinden, wo die Frau ist. Das ist selbst ein anderes Problem. Dismiss. 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 So. Noch kann ich es eigentlich gebrauchen. Weil die verwandeln sich erst später. Das ist nämlich die da hinten. Die verwandeln sich erst, wenn wir da sind, wenn wir alles drum gekillt haben. Was jetzt schon fast der Fall ist. Schuhe. So, alles tot. Au. Hause kaputt. Ist Hause kaputt? Meine Fresse. Hat überhaupt Schaden? Geht doch. Jetzt habe ich eine neue Errungenschaft. Jetzt habe ich eine neue Errungenschaft. Yeah. Scavengers up.
ugly, pathetic creatures who survive off of carrion and corpses. Oh. Disease to attract any other carnivores. I did once meet a raggedy fellow who claimed that he had trained one of the beasts to bring him large rats to eat. But I'm sure the story is utter nonsense. Do not have enough mana. I grow in power. Woohoo, level 7. Massacre. Achso, ich habe bestimmt hier neue Skills und so, hatte ich ja vorhin schon. Poisoning Dart. Aha, cool. Und hier, da habe ich was Neues. Hä, ah, cool. Ich werde zum Maschinengewehr. Machst sie alle kaputt. Also wie gesagt, das geht mit dem Zauberer deutlich schlechter. Das einfach mal alles draufhauen und dann passt das schon. Ja, ich mach mit dem Zauberer nicht so viel Schaden mit meinem Standardattacke. Auch nicht, wenn ich die dreimal habe. Aber es kann natürlich auch daran liegen, dass ich nicht so schnell aufgelevelt habe, wo ich das dritte gespielt habe. Fällt mir gerade so ein, weil ich glaube, da war ich nicht Level 7. Oder? Level 7? Ja, Level 7. Bisschen dumm, wenn man im Korb langsamer levelt. Ja. Ich sag dazu jetzt mal nichts, ne? Weil deswegen erklärt es auch, warum es mir so schwer fällt, jetzt im Singleplayer mit dem Charakter zu spielen. Ich habe eine extrem hohe Reichweite mit den Zaubern, finde ich auch. Das werden sie vielleicht ein bisschen kleiner stellen müssen, weil die Gegner greifen mich da gar nicht an, da kann ich die schon anzaubern. Also über Kilometer auch hier, dieses Schießen, ich weiß ja nicht. Wäre irgendwie sinnvoll, wenn ich erstmal auf eine Kampfdistanz ran muss. Und nicht einfach, wenn ich sehe, oh, blöd drauf. Ich kann auch hier, außer wenn das Bildschirm dort angreifen, das finde ich ein bisschen. Ja, macht das Spiel halt ein bisschen einfacher, sag ich mal. Wow! Das habe ich denn hier ausgelöst für ein Event? Ach du Schande. Alter Schwede, das sind so zufällige Events, die einfach mal passieren. Wo man dann plötzlich ordentlich draufhauen muss. Ja, das kann man nicht so wirklich beeinflussen. Es gibt die auch nicht immer. Wir hatten auch schon, wo wir Korb gespielt, eine Arena, die im nächsten Durchlauf nicht da sein muss. Da kriegst du manchmal auch eine Anzeige noch, dass da gerade Event ist. Ja, deswegen lohnt es sich schon, das vielleicht nochmal zu spielen, wenn man es beim ersten Mal nicht solche Sachen drin hatte. Och ey, was sind 700 Millisekunden Ping? Nur genau. Sonst noch Wünsche? Was geht denn jetzt los? Hey, 650 Millisekunden Ping. Kann nicht sein.